Ja, hallöchen, hallo. Willkommen bei Newcomer TV, einer weiteren Folge hier auf Rhein-Main TV. Zur besten Sendezeit natürlich. Ich möchte euch heute zwei Bands vorstellen, die wir aufgezeichnet haben bei der zweiten Newcomer TV-Nacht im Februar in der Musikhalle Portstraße. Ein ganz toller Abend. Vier Bands haben da gespielt und zwei haben wir euch heute mitgebracht. Und zwar Box of X aus Kassel. Sie machen einen deutschsprachigen Alternative Rock, beschäftigen sich in ihren Texten mit gesellschaftlichen Problemen, legen ihre Finger auf die Wunde politischer Auseinandersetzungen in der Gesellschaft, haben einen Blick auf die Jugendkultur, weil sie selbst noch sehr, sehr jung sind und gehen auch sehr kritisch mit ihrer eigenen Generation um. Ladies and Gentlemen, hier ein wirklich sehr, sehr, sehr geiler Auftritt von Box of X aus Kassel! Steig durch die Pfütze zu der besseren Welt, wo keine Bombe in den Abgrund fällt. Kein Verlieren und kein Gewinn, keine Sehnsucht und kein Entrinnen. Keine Ahnung, wo es dich hintreibt, wenn die Seele sich mit dir vereint, du wieder ohne Zweifel siegst und am Ende immer triumphierst. Wenn die Sanduhr tickt und der Sand zerfällt, das Staubkorn trillt auf deine alte Welt. Breite die Arme aus, nimm den Fahrtwind mit. Bring noch ein Stück ab, rette dich hinfort auf einen Ozean. Du willst weiterfahren, frei und weit, völlig gleich. Auf einen Ozean, du willst weiterfahren, meilenweit, völlig gleich. Wenn um dein Leben, wir wollen die Wellen sehen, um weiter zu gehen. Lauf, Junge, lauf! Lauf, Junge, lauf! Wir wollen die Wellen sehen und noch einmal weitergehen. Oh, bleib nicht stehen! Lauf, Junge, lauf! Lauf, Junge, lauf! Brich den Ozean in zwei, teil das Meer noch einmal neu, bis das Ende nicht mehr bleibt. Brich den Ozean in zwei, teil die Welt noch einmal neu, bis das Ende nicht mehr bleibt. Junge, lauf, Junge, lauf! Junge, lauf, Junge, es lauf! Es klingt kurz, um aufzuhören. Lauf, Junge, lauf! Es schlägt kurz, lauf, um den Junge, Takt lauf zu stören. Junge, lauf, wo Junge, ein Anfang lauf ist, das Ende nah. Lauf, Junge, lauf! Wo ein Ende ist, lauf, bleibt Junge, Anfang lauf da. Bei mir im Gespräch ist der Mirko, der Philipp, der Fabian, der Christoph und der Janosch. Und im Grunde genommen habe ich von euch, von den Coffeeshoppers, sagt euch das noch was? Ja. Und zwar war das hier auch in der Musikhalle, ne? Also genau, diese Ausscheidung oder die Entscheidung Local Heroes Wettbewerb. Und die Jungs von den Coffeeshoppers, die waren so begeistert von euch, die haben irgendwie immer noch Kniefälle vor eurer musikalischen Kunst irgendwie haben sie sozusagen geleistet. Also waren sehr, sehr, sehr begeistert. Und dann habe ich mal eure Musik gehört und dann habe ich gemerkt, mich begeistert das auch. Also ihr habt so eine tolle, unaufdringliche Art, vertrackte Arrangements zu machen, dass man irgendwie denkt, ist doch eigentlich ganz einfach. Und dann hört man genau hin und dann merkt man eigentlich, was da passiert. Habt ihr alle Musik studiert oder wie sieht das aus? Nee, das nicht. Aber wir haben da schon eine Leidenschaft dran, uns das selber so spannend zu machen, dass wir selber noch Spaß beim Spielen behalten. Also das ist uns wichtig, dass jetzt es gleichzeitig irgendwie noch poppig klingt, sodass es eigentlich für jeden irgendwie auch ganz gut ins Ohr geht. Aber wir selber auch beim Spielen nicht denken so, das ist ja jetzt langweilig, was wir da spielen.
Ja, aber es gibt doch eigentlich dann immer endlose Diskussionen im Proberaum und irgendwie mit gegenseitig auf die Mütze hauen und ich rede nicht mehr mit dir. Ist das bei euch irgendwie anders? Ja, also man hat natürlich seine Diskussionen und zerbricht sich den Kopf darüber, wie man jetzt letzten Endes die Arrangements dann irgendwie angeht, aber am Ende kommt man immer irgendwie auf einen Nenner. Also dem Pille zum Beispiel ist es immer ultra wichtig, dass so möglichst wenig Standardakkorde, wie es halt gibt, irgendwie aufeinander folgen. Also wenn man da irgendwo einen Akkord erwartet, dann kommt er meistens nicht. Das kenne ich sehr gut. Es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft von Keyboardern und Gitarristen. Ja. Zu viel ist euch passiert. Zu viel, was euch kaputt macht. Ihr habt noch mehr gewollt. Nicht von alledem. Das Übrige müsst verstehen. Die Zeit wird weitergehen. Wiederholt euch. Ihr habt es selber irgendwie. Verteilt Valium statt einer Therapie. Denkst du wirklich, so wird alles besser? Lieferst dich und alle um dich mit ans Messer. Am Ende stehst du vor einem Berg aus Geld. Du ist das Einzige, was dein Leben zusammenhält. Ihr habt zu viel gewonnen. Zu viel ist euch passiert. Zu viel, was euch kaputt macht. Ihr habt noch mehr gewollt. Nicht von alledem. Der Typische müsst verstehen. Die Zeit wird weitergehen. Du hast es versucht, du hast es geschafft, dir ein Leben genommen, dir ein Leben erhascht. Eine wahre Katastrophe für dein menschliches Sein. Die eine Konsequenz, du bleibst für immer allein. König, zähl dich auf, du bist ein einsamer Mensch. Alle Dämme sind gebrochen, alle Brücken sind gesprengt, Monde sind verdunkelt, bis das Tor von Troja brennt. Der Himmel leuchtet lila, nur ein Schuss, der uns lautet. Oh, oh, oh. Kaputt macht. Ihr habt noch mehr gewollt. Nicht von alledem. Bleibt übrig, ihr müsst verstehen. Die Zeit wird weitergehen. Hey, Oberursel, wo sind eure Hände? Ihr habt zu viel gewollt. Zu viel, was euch kaputt macht. Wie oft probt ihr so zusammen? Ein bis zweimal die Woche, also je nachdem, was so ansteht gerade. Wenn wir Auftritte haben am Wochenende, wird es auch schon zweimal in der Woche. Ganz extrem auch dreimal, aber da muss dann halt auch jeder Zeit haben, weil wir sind ja fünf Leute. Es ist immer nicht ganz einfach, die alle unter einen Hut zu kriegen und ja. Aber trotz allem seid ihr hier und das habt ihr geschafft. Also eine gewisse, wie sagt man, Organisation liegt, also habt ihr im Blut und ihr kriegt es hin, pünktlich bei Gigs zu sein und eure Fans zu begeistern. Ich wünsche euch auf euren Weg 2017 viel Erfolg. Also wirklich sehr extrem, Box of X aus Kassel mit ihrem echt tanzigen und auch nachdenklichen Auftritt und vor allen Dingen, was sie auch so im Interview
über sich haben kundgetan. Wir kommen zur zweiten Band des Abends, Mindblowing aus Dreieich. Sie machen eine Art Pop-Punk, Highschool, College, Rock, wie auch immer. Auf jeden Fall sind ihre Shows in der Region schon eine Legende, weil die rocken die Bühnen Land auf, Land ab und sind einfach nicht, also stillzukriegen. Ja? Also das heißt, ihre Eltern haben komplett versagt in jeglicher Form, weil die Kids sind ausgebüxt und sind jetzt im besten Alter über weitere Jugendliche sozusagen musikalisch erstmal herzufallen, um sie dann so zu verändern, dass sie niemand mehr wiedererkennt. Highschool Rock in bester Manier. Ladies and Gentlemen, jetzt Mindblowing. Neben mir die Fashion-Jungs von Mindblowing aus Dreieich. Alles junge Männer, gut aussehend und vor allen Dingen im heiratsfähigen Alter. Und das hat auch ganz viel mit Rock'n'Roll zu tun, weil es gibt ja die Legende von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ihr arbeitet schon zusammen seit 2012. Hat sich dieses Klischee eigentlich irgendwie in irgendeiner Form schon bei euch nach oder vor dem Auftritt bemerkbar gemacht? Sex, Drugs and Rock'n'Roll unterwegs? Wäre jetzt blöd, wenn ich das so erzählen würde, gell? Aber nö, ach nö. Also, wir haben immer Spaß beim Gig. Ob das jetzt mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu tun oder nicht? Mehr Rock'n'Roll, glaube ich. Nee, ich kenne es ja so, als ich noch jung und dynamisch war und in Rock'n'Roll-Bands unterwegs war, da war das wirklich so auf dem Land, so im Festzelt, so nach den Gigs kamen die Fans und dann hatte man auch mal jemanden, den man mit nach Hause genommen hat. Hast du schon mal jemanden mit nach Hause genommen nach einem Gig? Ich glaube, das erledigt sich bei den meisten von uns von vornherein, weil wir teilweise ohnehin schon in festen Beziehungen sind, sage ich mal. Ich sag mal, die Zeiten haben sich ein Stück weit auch geändert. Also wenn sich was ergibt und nein, nein, das hat meine Freundin nicht gehört. Nee, also ich glaube, wir sind da doch eine relativ gemäßigte. But I'm not sure how to find the happy end in my life. You are my best part of it, my world. Without it, all it can burn. Everyone around says I'm not in the mess, but it can't be my shoulder that I know. For sure, you're the only problem that I know. Waiting hours, doing nothing, staring at the blank screen. Words get bored out of
Tolle ist ja in diesen komischen Soaps ist ja so, dass egal was die erleben, die halten alle zusammen, die sehen alle immer toll aus. Es gibt immer ein Happy End und dann wird ganz toll gesungen und schöne Musik gemacht. Habt ihr auch so ein bisschen so eine Sehnsucht nach so einer heilen Welt, weil euch diese ganze Politkacke auf den Sack geht? Ich denke mal, dieses Happy End findet man in einem gewissen Maße in dem Musikmachen. Also das ist zumindest für mich gesprochen so. Klar, es gibt viel, viel Schlechtes auf der Welt, aber in dem Moment, wo man eben anfängt, miteinander zu musizieren und daran eben Spaß zu haben, ja, ich will nicht sagen, man blendet es aus, aber in dem Moment kann man für sich so seinen Frieden finden, wenn man das so sagen kann. Wir leben ja in ganz krassen Zeiten eigentlich. Also alles ist im Umbruch. Es gibt Stimmen, die sagen, wir werden unsere Freiheit verlieren. Es gibt einen totalen Rechtsdruck in Ruck in Europa. Menschen wie Trump regieren Amerika. Haben solche Sachen in irgendeiner Form, also finden die den Weg in euren Proberaum? Also diskutiert ihr da darüber oder hat das sogar Einfluss auf deine Texte oder auf eure Musik? Sollte es vielleicht sogar mehr haben. Ich finde es eigentlich immer wichtig auch. Ich denke, in den Texten, ich schreibe die Texte nicht politisch motiviert, sondern es sind immer persönliche Geschichten, die man selbst erlebt hat und die dann mehr oder weniger verarbeitet werden im Text. Aber also ich habe ja schon oft gehört, dass die Texte relativ frei interpretierbar sind und ich denke, jeder kann seine eigene Message irgendwie auch da rein interpretieren. Sei es jetzt politisch oder nicht, vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Ich denke, so offen sind die Texte dann schon, dass jeder sich selbst irgendwie reinfinden kann. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein sehr cooler Einblick in das Leben einer Band und vor allen Dingen, wie sie auf der Bühne rocken. Mindblowing. Und überhaupt, beide Bands in der heutigen Sendung haben es wirklich geschafft, mich echt in den Sitz zu drücken. Und in diesem Sinne, möglicherweise, also möchte ich jetzt einfach mal ankündigen, möglicherweise, weil diese Sendung ja eine Aufzeichnung ist, wird sie sozusagen am Jahresende, also das heißt Dezember, Januar gezeigt und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen guten Rutsch zu wünschen. Kommt gut rüber ins neue Jahr und wenn sie aber im Januar gezeigt wird, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch wirklich ein hervorragendes Willkommen im neuen Jahr 2018 zu wünschen, weil wir werden uns einige Male sehen hier bei Newcomer TV im neuen Jahr. Wir werden einige Bands euch vorstellen. Es wird wieder laut werden auf der Musikmesse, wo wir auch zu Gast sind und bei der Radio X Bühne und überhaupt, wir haben eine Menge vor 2018. Ich hoffe, es geht euch gut, wenn wir uns wiedersehen im Januar, Februar. Macht's gut, das war
Wolfgang Seppel für Newcomer TV und Virus Musikradio. Ciao! Right now I say